Das Videomaterial des russischen Raketenangriffs auf Kiew am 2. Januar ging viral. Drei Bewohnerinnen des Hauses, neben dem die Kinjal-Rakete einschlug, wurden getötet, mehr als 50 verwundet und weitere Hunderte blieben wie durch ein Wunder unverletzt. Wie haben sie den Angriff überlebt? Das erfahrt ihr in diesem Ukraine-Update. In den ersten Sekunden wusste ich gar nicht, was los ist. Ich lag da und plötzlich hörte ich eine Explosion und einen starken Luftzug. Es war eiskalt aus dem Fenster. Danach war Totenstille. Und ein paar Sekunden später kamen die Schreie der Verwundeten. Anna Gerasimenko, eine Sängerin am Kiewer Open House, kann immer noch nicht glauben, dass sie den Angriff überlebt hat. Die Rakete landete im Hof und zerbrach in mehrere Teile, die das Gebäude an vielen Stellen auf einmal trafen. Diejenigen Menschen, die überlebten, mussten in einem Nachbargebäude als Opfer eines Raketeneinschlags gemeldet werden. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt haben. Mein Mann ist allerdings im Krankenhaus. Meiner Mutter geht es aber zum Glück gut. Die Tür ist direkt auf mich gefallen. Putin und die Russen sollen zur Hölle fahren. Erst am nächsten Tag dürfen die Bewohnerinnen für kurze Zeit zurückkehren, um übergebliebene Habseligkeiten abzuholen. Die Menschen sind schockiert darüber, was sie sehen. Wie die meisten UkrainerInnen schlief ich ruhig und friedlich am zweiten Tag des neuen Jahres. Hier befand sich mein Bett. Die Haustür wurde herausgerissen und die Balkontür und das Fenster flogen mir entgegen. Ich habe dadurch überlebt, dass ich nicht hier stand, sondern im Bett lag. Es ist wahrscheinlich, dass das Gebäude zum Notstand erklärt wird und die BewohnerInnen dann obdachlos werden. Die Menschen versuchen aber zu retten, was sie können, in der Hoffnung, dass sie doch eines Tages in ihr Wohnhaus zurückkehren dürfen. Alexander ist gekommen, um seinen NachbarInnen zu helfen. Sein Haus ist 600 Meter entfernt. Wir alle leben in ängstlicher Erwartung, dass unser Haus das nächste sein könnte, das getroffen wird. Es hat einfach schon so viele Anschläge um uns herum gegeben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.